Liebe Schwestern, liebe Brüder, alle, die das hier sehen und hören können, wir sind in diesen Zeiten nicht persönlich beisammen, aber im Geiste vereint, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes senden wir diesen kleinen Gottesdienst aus Gönnern. Heute ist der Sonntag Letare, ein kleiner Punkt der Freude in der Passionszeit. Und der Wochenspruch dazu stammt aus Johannes 12. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Zunächst lasst uns miteinander beten mit Worten des Psalms 46. Er ist unter der Nummer 725 auch in unserem Gesangbuch mitzulesen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte, und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes feinlustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Martin Luther hat diesen Psalm 46 vertont. Ein feste Burg ist unser Gott. Dazu hören wir eine Variation auf der Orgel. Ich lese aus dem zweiten Buch der Könige im Alten Testament, aus dem Kapitel 5. Naaman stieg ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naaman:
Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbeten muss, wenn er anbetet im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm, zieh hin mit Frieden. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Lieben Schwestern, lieben Brüdern, warum habe ich diese Geschichte ausgesucht? Ich finde sie prima. Ein Mensch, der aus einer anderen Kultur, einem anderen Land kommt, wird bei einem Propheten geheilt von einer quälenden chronischen Krankheit. Und er ist im höchsten Maße dankbar und erkennt an seiner Heilung, wer wirklich Gott ist. Nämlich der, von dem der Prophet Elisa spricht und dem er dient. Diesem Gott möchte er nun auch dienen, aber das ist nicht einfach. Denn er muss zurück nach Damaskus und dort kennt man Gott nicht, sondern andere Götter. Er möchte sich ein wenig symbolisch, ein wenig Erde mitnehmen aus dem Heiligen Land, um das zu verstreuen und sich darauf zu stellen zum Beten, dass er ein bisschen zu Hause ist. Und er muss mit seinem Chef, dem König, in den heidnischen Tempel gehen, um dort anzubeten. Darf er das denn noch, wenn er nun erfahren hat, dass es nur einen Gott gibt? Der Prophet Elisa entlässt ihn mit einem Segenswort, zieh hin in Frieden. Es gibt richtiges Leben im Falschen. Das lernen wir da. Und das kann auch uns helfen in den Situationen, in denen wir uns zurzeit befinden, wie mannigfaltig bedrängend sie auch sein mögen. Wir werden alle Dinge tun, auch in unserer Kirche, die wir so nicht gewohnt waren und die uns auch merkwürdig vorkommen, wie einen Gottesdienst zu senden ohne Gemeinde. Aber wir tun das in Frieden und verlassen uns darauf, dass Gott auch in diesen Situationen bei uns sein wird. Das sollte uns ermutigen und trösten und ich hoffe, dass wir die kommende Zeit mit Gottvertrauen bestehen. Ich lade uns ein, dass wir miteinander die Hände falten, wo auch immer wir diesen kleinen Gottesdienst verfolgen und beten. Herr unser Gott, es gibt richtiges Leben im Falschen. Wir danken dir dafür, dass du uns begleitest, wo wir auch hin müssen oder wo wir bleiben müssen. Gib auch uns diese zwei Eselslasten heilige Erde, dass wir einen Platz haben, worauf wir stehen können und dich anrufen. Wir bitten dich für die, die krank sind, dass du Heilung schenkst. Wir bitten dich für die, die Angst haben, dass du ihnen Mut gibst. Wir bitten dich für die, die Quarantäne erleiden, dass sie Geduld haben. Wir bitten dich für die, die sich nicht benehmen können,
dass sie es lernen. Wir bitten dich für alle, die im Gesundheitswesen viel, viel Arbeit tun, dass du sie segnest und ihnen hilfst. Wir bitten dich für alle, die die öffentliche Ordnung aufrechterhalten, wo immer es sei, in Politik und Wirtschaft, dass du gute Gedanken und viel Mut schenkst. So sei bei uns in dieser Zeit, begleite uns alle, schütze uns hier in unserem Land und überall, wo diese Seuche sich zurzeit ausbreitet. Gemeinsam beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir tun das, was wir können und das, was wir sollen, unter dem Segen Gottes. Vater, segne und behüte uns, wo wir sind. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, lass uns leben von deiner Liebe und Hingabe und segne uns. Gott, Heiliger Geist, sei bei uns, stärke uns, tröste uns, zeig uns den rechten Weg, heute und morgen. Amen.